Gott, liebe Freunde, und zwar, ich habe heute Grete kurz hier besucht, um ihr ein paar Kalender noch abzugeben in Griechisch und auch in Türkisch. Und sie möchte auch erzählen aus ihrem Leben, genau wie sie den Herrn Nonet gekannt hat und wie es in ihr Leben weitergegangen ist. Ja, lieber himmlischer Vater, ich preise und lobe dich, du allmächtiger, allwissender, allgegenwärtiger, gerechter Gott. Das weiß ich heute, das bist du. Ich liebe dich von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzem Gemüt, Herr, und mit ganzer Kraft. Herr, danke, dass ich ein Kind Gottes geworden bin und über viele Hürden musste ich, Herr. Und ich habe gearbeitet in einem Altenheim und wurde gemobbt, hintergangen, also so schrecklich. Und dann konnte ich nicht schlafen, das Geld hätte ich gebraucht in der Familie und konnte nicht schlafen. Dann habe ich die Bibel gelesen, ein ganzes Leben lang keine Bibel gelesen. Wie alt warst du da gewesen, wo du begonnen hattest? Ich war was? 63. 63 Jahren, da hast du dann durch den Mobbing und durch manche Probleme hast du dein Leben hinterfragt und hattest begonnen, in der Bibel zu lesen. Und ich habe dann, was, die habe ich durchgelesen. Ach, ganz durchgelesen? Durchgelesen, ich konnte nicht schlafen und bin mit den 12 Sternen geworden, Assar und so, die habe ich mir aber alle nicht gemerkt. Ja, aber unterstrichen habe ich sie. So, und heute bin ich eine, da war hier eine Zeltevangelisation mit wem? Wilhelm Pals. Mit Wilhelm Pals, und meine Mutter war schon bekehrt, und wir sind zusammen in das Zelt gegangen. Und vom 28 von, wie heißt das? Hier auf der Hatthöhe, in Annapark, war das gewesen, 2007 zum 1000-jährigen Stadtjubiläum. Ja, so, da war ich, bin ich also zum Glauben gekommen, ich bin nach vorne gegangen, habe das also nachgesagt, was der Pastor oder der Prediger oder der Evangelist gesagt hat. Dann habe ich auch gedacht, ist das jetzt zum Glauben kommen? Aber ich bin zum Glauben gekommen. Das heißt, du hast erkannt, dass die Sünde dich von Gott trennt. Ja, der heilige Gott kann die Sünde nicht annehmen. Und dann, ja, das war sehr schön. Meine Mutter jeden Abend, das waren 7 Tage, schöne Zeit, schöne Lieder, schöne. Ja, 10 Tage war es sogar. Entschuldigung, wenn ich dich korrigiere. Schöne große Worte, schöne christliche Worte, was ich gehört habe. Und das war diese Zeit, wo ich dann zum Herrn gefunden habe. Ich bin mit der Gemeinde mitgegangen und bin dort geblieben. Dort, wie heißt unsere Gemeinde? Mhm. 28, das ja. War. Mhm. Wie hieß sie? Mhm. 28, der Nachbar. Richtig, in der Pfisterstraße. Pfisterstraße, direkt, wo ich hier wohne, genau. Bis heute bin ich dort. Wir mussten dann ausziehen, weil wir eine neue Gemeinde bilden, aber das hat sich so verzögert, ja. Ja, da kannst du noch was sagen, was dir auch im Glauben, wie das dich verändert hat. Du hattest ja vorher geraucht in deinem Leben, hattest ja, du öfter erzählt? Ja, ich habe geraucht wie ein Schlot und dachte, wer ich bin mit der Zigarette und so. Auch ein bisschen stolz. Und dann meine Schwester, die war mit ihrem Mann in der Türkei und dann hat sie gesagt, was sollen wir unserer Gretchen bringen? Hat ihr Mann gesagt, eine Stange Zigaretten. Und dann sind die mit der Stange gekommen, habe ich gesagt, Tini, also von Katharina, Tini, ich rauche Nemi, ich rauche nicht mehr in meiner Mundart. Jesus Christus hat dich verändert, ja? Ja, schön total zu hören. Verändert. Hast du einen Bibelvers noch? Wir haben noch 20 Sekunden, dann ist die Zeit vorbei. Einen Bibelvers in deinem Leben, der dir geholfen hat? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, werde, hat der andere gesagt, der